Hallöchen, Popüchen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko, mit dabei habe ich Melli und wir spielen heute wieder Silent Hill. Und ja, ich freue mich sehr, denn es ist total spannend, wie ich finde. Und es ist so schön, immer weiterzukommen. Und in der letzten Folge waren wir hier draußen, dann war hier ein Mädchen, die war hier in diesem Gang. Und später war dieser Weg offen und da waren zwei Monster. Guck mal, jetzt leuchtet das. Hast du gesehen? Ja, wir haben schon umgenietet. Bitte? Da vom Weiten hat es da gerade geleuchtet. Ja, aber warum? Ja, das habe ich ja auch gesagt. Du warst da, den Tag warst du da drinnen. Weißt du, was das ist? Guck mal, das ist das Fenster und jetzt kommt die Spiegelung noch. Ich kann ja mal eben gucken, ist Raytracing an oder aus? Raytracing ist an. Weil das ist so ein Raytracing-Ding. Das ist die Berechnung von Licht und Schatten. Und der hat das berechnet, weil hier das Fenster war, aber noch nicht das Ding, die Pappe. Und als wir näher gekommen sind, ist die Pappe dahin gekommen und deswegen war das Licht weg. Ist ein Programmierfehler. Huch, da geht's da rein. Nicht gut um, Melli. Ich guck schon. Wir brauchen diese drei Scheiben. Vier. Abonnieren! Drei. Einer hast fünf ja. Dinger waren's? Ne, ich hab noch nicht eine. An der Türe. Valentinstag. Wenden? Vier. Okay. Schreib also einfach mal vier auf. Ja. Weil ich dachte eigentlich, das wäre. Aber nee, es gehört irgendwie nicht zusammen. Es ist ein anderer Code. Warte. Guck bitte an den Wänden. Ein bisschen. Guck mal, das Bübchen. Das ist eine Hummelfigur rechts. Das da. Das sind Hummelfiguren. Die heißen Hummel. Warum? Weiß ich nicht. Ich kenne das nur aus Amerika. Also ich bin der Meinung, das ist so eine Hummelfigur. Das sind so kleine Figürchen, die sind auch voll teuer. Mama hat auch ich habe heute gelesen, dass jedes Kennzeichen in dem Spiel irgendeine Verbindung zu irgendwelchen Filmen und sowas haben soll. Mhm. Es gibt auch Straßen, die heißen zum Beispiel wie der Stephen King hat ein Pseudonym. Noch einen. Ja. Einen Unbekannten. Mhm. Baker oder sowas. Oh nein, jetzt habe ich Medizin genommen. Das war nicht smart. Ja, Entschuldigung. Achso, ich wollte gerade die Map wechseln, aber es geht ja scheinbar nicht. Okay. Ja, mein Gott, haben wir uns jetzt einmal um uns gehalten. Langsam, leise. Ah, sieht ekelhaft aus. Ja, ein bisschen. Und der Nebel in Silent Hill, ne? Weißt du, wie der entstanden ist? Red ich weiter. Stopp. Geh mal wieder zurück. Guck da mal auf das Bild. Das ist wie ein Kumpel oder irgendwie sowas, ne? Also erstens. Das ist eine Stopp. Kuh oder sowas. Stopp. Guck mal, da sind Handabdrücke hinten am Bett. Ja, weil die Sex haben will. Sex. Okay, gut. Und oben auch jemand, weil hier liegt nämlich die Decke auf dem Bett. Da ist nichts, Schatzi. Der Nebel in Silent Hill ist nur, weil war damals... War das Licht gerade schon an im Bad? Ja, weil Silent Hill 1 damals so umfangreich war, so groß, dass die PlayStation das nicht geschafft hat. Und dann haben die Nebel reingemacht, damit die nicht so viel rendern muss. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt Nebel in Silent Hill. Das war eigentlich gar nicht geplant. Guck mal, der Spiegel. Oha! Das ist Raytracing. Naja, okay, hier ist nichts. Im was? Ja, okay. Ich habe das Gefühl, wir haben schon irgendwo irgendeinen verpasst. Nein. Weil wir nicht richtig und wenn, geguckt haben. Wenn, dann können wir jederzeit zurückgehen. Auch zu. Wir haben einen Schlüssel für irgendeinen zweiten Stock bekommen, für irgendwas. Ich weiß aber nicht für was. Der Weg da unten, der war jetzt echt sinnlos. Warum?
Dafür haben wir den zweiten Schlüssel. Tropfendes Wasser kommt vor. Da nicht was gestöhnt gerade? Musst du doch selber. Müssen wir erstmal gucken. Oha, jetzt kommt viel Content. Jetzt kommt viel da Kram. Da oben ist 217. Okay. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass du da das andere Treppenhaus aufmachst. Vielleicht, weil da ist dann... Lassen wir uns überraschen. Ah, war schon der erste. Ja, ist schon. Der hört schon mal nicht auf. Der auch nicht. Von außen vernagelt sie nicht gut aus. Psch, da ist wohl einer. Oder? Oh, steht ein Kinderwagen. Der ist ein bisschen creepy, oder? Im Pool. Das ist der Hof, den wir sehen können. Wenn das der Hof ist, den wir sehen können. Achso, dann ist unter uns das Tor und das ist draußen, ja? Das ist der andere Pool. Der andere Hof. Da kommt man auch irgendwie hin. Ja. Scheinbar. Halt die Waffe bereit. Ja. Waffe. Was auch immer da rot leuchtet, das kann nicht gut sein. Hier, Wäschekammer. Da ist die Müllklappe, die verstopft ist. Wie voll im Vibrieren, hör mal. Da ist die Münze! Eine! Ja. Da ist eine Münze. Also müssen wir irgendwas da rein. Da, werfen. Der Stock. Der Mob. Geht nicht. Ich brauche irgendwas, um da reinzukommen. Warum vibriert das die ganze Zeit? Junge, was habt ihr gemacht? Vielleicht, weil da jetzt was vom Klo kommt. Da ist ja auch irgendwas. Da ist einer vom Kuckucksclan oder so. Hä? Warum ist das so dunkel da drin? Hallo? Die Melodie ist schon nicht gut. Ich gehe wieder. Ja, aber der ist ja auch nicht besser da, der Kuckucksfuzzi. Nee, das ist so ein Dingel Ach, da. Ach du Scheiße, das ist Pirate Head. Geh mal zurück. Pyramid Head ist da, es. Da wirst du mit deinem Knüppel nicht weit kommen. Geh mal zurück. You know? Ach du heiliger Bimbam, okay. Da ist der Knauf. Ein Knauf, den du brauchst, oder? Nee, brauchst Schlüssel. Oh Gott, warum ist der hier? Komm her! Und in 217 findest du erst die Waffe. Oh, yo! Also geht doch lieber erstmal rechts. In die dunkle Kammer. War der nicht in Silent Hill 1? Ich weiß auch, warum es die ganze Zeit vibriert hat. Oh Mann, Melli, Alter. Warte, waren das die Blumen? Nee, ne? Was ist mit den Blumen? Vom Valentinstag? Nein. Guck mal ein bisschen rechts um die Ecke. Sitzt da was? Kannst du das da schon ein bisschen sehen? Ich sehe hier einen Scheißdreck. Es ist scheiße dunkel, obwohl ja, ich eine aber jetzt kannst du es da ja noch so ein bisschen durchschimmern sehen. Wieder ehrlich. Oh, okay, da ist irgendwas durch die Wand gerannt. Mach doch mal das Rollo auf. Draußen ist Tageslicht, weißt du?
sind wir denn da? 13. Wenn wir jetzt da durchgehen, kommen wir zu dem Treppenhaus und sind dann wieder unten. Ach du Scheiße. Was? Was sollte mir das jetzt sagen? Also eigentlich war da irgendwas mal, weil die Türlatten da auch total durch sind, als ob... Da war bestimmt irgendwas eigentlich, was du irgendwie entweder nicht gesehen hast oder nicht aufmachen konntest irgendwie. Das sah merkwürdig aus. Ja, ich weiß, dass das merkwürdig aussah. Guck, da war eine Tür. Ja, irgendwie was. Ah. Was soll ich machen? Ich kann hier nichts machen. Hier ist nichts. Okay. Hier ist nicht. Schaut da mal in Ruhe. Da hinter dir. Oder da? Da fehlt der Türknopf. Auch. Oh, so gemacht. Aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten werden alle Mieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Mit freundlichen Grüßen, die Verwaltung der Woodside Apartments. Naja, dritte Etage ist ja die zweite, ne? Glück gehabt. Aha. Braucht man Schlüssel für. 200. Unten. Vielleicht brauchst du für die 17 den Knauf. Wobei wir gerade nicht falsch durchgehen. Ne, wir gehen eigentlich richtig. 45. 16. Willst du mir sagen, die waren hier? Hm. Hat sich angehört, als hätte man ja abgeschlossen, ne? Du willst ja, mir sagen, die waren hier und haben nichts entdeckt, was mit Schüssen zu tun hat? Junge, die Bude ist ein Schweizer Käse. Allerdings. Aber von oben bis unten. Ich glaube, mein Nachbar schießt oben mit Pistolen. Ey, ich habe nichts gesehen. Mein Name ist Hasen. Die haben einfach nochmal mitgeschossen. Oh. Ja, eine schöne große Wohnung, ne? Ja. Ja, weiß ich ja nicht, ob ich das jetzt gut finden soll. Doof. Nimm das mal lieber. Ich glaube, da kommt irgendwas. Doch, so viel Schuss. Wie wechsel ich? Nur 10 Schuss hast du jetzt? 18 mit 10, also. Also, hauen kann ich trotzdem noch ganz normal. Junge, sitzt doch nicht, dass ich jetzt hier rausgehe, oder? Klar, ich habe jetzt eine Knarre und jetzt soll ich hier raus, natürlich. Wo war das? War das da? Oh, da guckt jemand Fernsehen. Mal guckt er, den weißen Sender? Warum guckt jetzt da jemand Fernsehen? Oh,
Der sieht nicht so gut aus. Aber sein Tuch liegt schon länger da. Außerdem, was guckt ihr denn auf dem Fernseher? Habe ich den Fernseherfenster deppert. Ein Schlüssel. Ah, 212. Vielleicht gegenüber die Tür. Aber der Pyramidenschädel so eben stand. Und wer hat den jetzt angelegt? Boah, also jetzt, wo ich weiß, dass der da ist, ist das Spiel irgendwie unangenehm geworden. Gefühlt. Vor allen Dingen, er ist nicht mehr da. Ja, wer muss da die Leiche da hingelegt haben? Also wer das nicht kennt, der kommt eigentlich meiner Meinung nach aus dem ersten Teil. Und hat einen dann immer eine gewisse Zeit lang verfolgt. Also halten wir mal fest, dieser Schrank da ist riesig. Wasser laufen. Hier außen. Welcher Schrank? Hinter dir. Der da, ja. Hey, das ist schon wieder so aus, als ob da einer liegt. Bonanza-Rad. Ja. Und der nicht so wirkende Hof. Auf jeden Fall haben die alle schöne Wohnungen. Boah, mir gefällt das gerade gar nicht mehr irgendwie. Ah, kannst du in die nächste Bude direkt. Fühl mich so unwohl. Fühl mich gerade richtig unwohl. Boah. Ich höre was, ich sehe aber nichts. Ist hinter dir? Oder was ist schon in der Ja, irgendwo rechts von uns, da drüben ist das irgendwo. Also wenn das Spiel 1 kann, dann Atmosphäre, ne? Es ist nicht so ein... Oder vielleicht ist es doch da. Ist nicht so ein Horror-Krass-Gedödel wie Resident Evil oder so. Das geht halt echt auf Psyche. Da drüben ist auch was drin. Klingt wie ein Baby oder irgendwie sowas, so ein Mutant-Baby. Das klingt ja wie in einer Wohnung, sag ich doch. War bei dir, war so ein Füßeliger. Ich muss pipi. Jetzt nicht. Entschuldigung, komm so raus. Kühlschranklicht. Oh. 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 Aua. Komm! Komm raus! Leg doch schon! Leg schon, reicht! Nicht, dass der Balkon abbricht! Aber es sind alles Frauen, ne? Ja. So ein Frauenhass. Also ist irgendwo noch eins. Ein Radio knüschelt auch immer noch. Die bescheidene, der bescheidene Beginn einer Karriere. 7.
Warte mal, klapp mal an die Wand. Da sind überall Leute mal dran. Guck mal, da ist einer dran. Siehst du das? Ja. Und da rechts an der Wand ist auch einer da. Ist der gleiche. Na, die Frage ist, sollst du da mal vielleicht gegenhauen, wenn die Wand da so halb kaputt ist? Das wird nicht gehen. Okay. Also, du weißt, dass jetzt hinter der Tür irgendwas steht. Weil, dann... Ich kann dir sagen, hier stand der Pyramidenschädel. Weil dein Ding denn noch knirschelt. Nur noch knirscht es ja nicht so dolle. Ih, was ist das? Und warum macht das Fotos? Irgendwas hat Fotos gemacht. Bin ich gerade auch der Meinung, ne? Nee, ist nicht nur die Meinung, ist wirklich so. Da hat jemand rechts Fotos gemacht. Ich habe einen Blitz gesehen. Da ist noch ein Muppel. Oh, kannst du da noch machen? Strom einschalten. Ne, die Leiter runterlassen. Könnte Vor- und Nachteile haben. Weil du ja nicht weißt, was da hochkommt, aber für dich dann auch mal eine Abkürzung nach unten. Also, ich weiß nicht, Leute, die einfach so Horrorspiele spielen können, ohne Probleme damit zu haben, ich weiß auch nicht. Ihr müsst Psychopathen sein. Ich höre es nur schön. Ja. Ich glaube, da ist wieder so ein Kopfloser. Bin auch gerade am überlegen, ob du vielleicht den Müll irgendwie runterholen musst. Oh, welcome. Welcome home. Nee, ich glaube, eine Waffe ist zu laut, Schatzi. Na, für den verschwende ich auch keine Muni. Vor allen Dingen, du weißt ja auch noch gar nicht, für wie viel. Den alten Schlüpperstürmer noch. Jetzt kommt er. Schon wieder drei auf dem Kessel, weißt du? Der will um die Ecke kotzen. Ne? Hä? Oh, der war aber fies, hast du gesehen? Ah, du hast daneben, pass auf, der kotzt. Pass auf! Ich hab's bin doch auf Seite gegangen. Jetzt hat er sich über die Theke. Ih, die Sau. Riss er sich durch den ganzen Teppich wieder. Wie ist der denn jetzt? Ist der wirklich über die Theke gefallen? Das ist ja krass, okay. Die Sau. Moni. Weißt du, da ist eine Kugel drin. Wen wollt ihr denn verarschen? Welcome home. Da liegen noch Kugeln gerade aus dem Regal. Da. Ja, ist auch irgendwie, ne? Durch das Licht war ich jetzt auch ein bisschen irritiert. Wo siehst du noch Kugeln? Links im Regal. Oh, oh ja. Ah! Wow! Hab ich mich erschrocken, du blöde Bitch! Ich hab mich auch erschrocken. Oh. Jetzt mach ich Pipi. Ich muss die ganze Zeit schon, jetzt muss ich richtig dolle. Hab ich mich erschrocken. Hinter dir.
Nimm dir jetzt die scheiß Kugel endlich. Junge! Komm, die 4 Minuten schaffst du auch noch. Alter! Klo schon voll zerdeppert. Und Dings hat nicht gerauscht, ne? Frechheit. Erstmal einen auf den Schock trinken. Aber. Hat jemand das Licht angelassen? Wahrscheinlich schläft die Kleine hier auch. Ja, da ist ein Radio. Da ist ein kleines Radio. Kann ich mir gut vorstellen. Was ist das schon wieder? Ist das der Typ? In der Maske? Ich will mich verarschen, warum ist das so laut? Kann ich die Scheibe auch einklommen? Muss ja nicht. Warum ist das jetzt so? Verstehst du das? Ja, jetzt wird immer lauter, so mehr du da rangehst. Steht der da jetzt links oder was? Hm, jetzt ist weg. Kurz für mich, also wir sind jetzt bei 208. Wir kommen hier nicht durch, weil hier ein Gitter ist. Vielleicht kommen wir dann zu 206, dann da durch. Ich muss nur gucken, weil ich gleich checke, wo die Durchgänge sind zum Abhauen. Am besten rumdrehen und weg. Umdrehen war der hier, ne? Ja. Rechts. Nein, nicht links, rechts. Schrank rum. Moni. Das ist nochmal so ein Türknauf. Wo? Oh. Rechts, in dem Schrank. Mhm, vielleicht brauchst du den dafür. Vielleicht ist da keiner und du brauchst einen. Da hat aber jemand viele Akten gesammelt. Die Tür so auf, ne? Ist immer eklig. Erstmal hast du gemacht. Telefon hängt. Hängt ein bisschen ab. Du denkst bestimmt, ich wäre grausam. Aber das bin ich nicht. Du hast dir dein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausblendest und dich in der Dunkelheit verkrochen hast. Du hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast. Immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein. Und ich werde wieder hier sein. Und zusehen. Ich glaube, das ist jemand, der sich irgendwie... Nein! Das war dumm. ...verwandelt hat oder so. Ich habe jetzt schon wieder einen Trank verschwendet. Schon zwei. Das kann er, ne? Oh, guck mal da. Sehr schön. Das ist dann safe. Mhm. Aber da ist nichts dran. Hä? Ein Guckloch hier. Okay. Dahinter ist ein... Ah, da ist jemand eingesperrt. Wo? Oh. Licht geht an? Weiß ich einfach. Weil er ja gesagt hat, du hast dich so entschieden. Und das sieht irgendwie nicht aus, als ob... Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da jemand eingesperrt hat. Oder er jemanden da eingesperrt hat. Da hinten rechts geht's weiter, ne? Glaube ich. Scheiße.
Haus mit 7? Ja, da unten war auch eine 11 da. Warte. Haus mit 7, Wellen mit 11 habe ich. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen, links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Also die 11 ist nicht gut, der Fluss. Naja, wo wir einen Code für brauchen. Muss ich gut umgucken. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch eine Zahl, ne? Irgendwie. Da oben rechts ist noch irgendwas? Was ist denn? 13 Häuser. Vollgekacktes Klo. Jaha. Sehr schön detailliert. Was ist das? Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Die Dächer. Was sind denn links, dann? Wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Das ist dann die 7. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss führt ihn ins Fegefeuer. Holy moly. Also da ist das eine Haus. Das ist ja links. Dann hast du da die 11. Das ist das eine Haus. Da muss ja irgendwo noch mehr sein. Die haben wir. Sonst ist ja nichts. Ach so, ah. Rechts. Rechts 7. Nee, rechts 13, links 7. Und dann. Und dann wieder rechts. Also rechts 13. Links 7. Und dann rechts die 11. Oh, wir haben eine Mente! Was für ein Tempel? Münstermann. Und den Schlüssel, Junge! Ja, Mann! Zum Rauskommen, hoffe ich. Ich glaube, mir gefällt nicht, wo wir jetzt rauskommen. Ich auch nicht. Aber die Folge ist jetzt auch zu Ende. Wolltest du Pipi? Die Tür ist auf. Das Ende ist da. Melli schuld. Haha. So, lasst ein bisschen Liebe da. Ihr kennt das Ganze. Support, kein Mord, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns zum nächsten Herz und Fakt in der nächsten Folge. Tschö. Für die Leute ist soweit. Minecraft-Welten, die er baut im Nu. Creeper hinter ihm, doch er bleibt cool dazu. Neko der Gamer in der Pixelwelt zu Haus. Auf YouTube und auf Twitch geht die Party niemals aus. Mit Patronen.